Gemeinsame Verantwortung, Flexibilität, Teamarbeit, Solidarität. Dies sind die Schlüsselwörter für die Gegenwart und die Zukunft, die der Unternehmensart Genossenschaft zugrunde liegen. Sie vermag es, bedeutende Werte, die den künftigen Generationen überliefert werden müssen, zum Ausdruck zu bringen. Diese Themen wurden anlässlich des ersten Educa-Coop-Tages Scuola e Cooperazione in Dialogo diskutiert, der kürzlich in der Cantina Storica der Kellerei Mezza Corona stattfand. Die Initiative wurde vom Euregio-Büro in Zusammenarbeit mit den Genossenschaftszentralen und den Schulämtern der Europaregion organisiert. Beteiligt waren 250 Oberschülerinnen und Oberschüler, die sich persönlich mit dem Geist und den Werten des Genossenschaftswesens vertraut machen konnten. Professor Carlo Burzaga, Präsident von Eurixe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, Trient, erklärte während der Tagung, dass in den Ländern der Europaregion über 1700 Genossenschaften tätig sind, denen es aufgrund ihrer unterschiedlichen Grundsätze gelungen ist, der Finanzkrise standzuhalten. Man erkennt deutlich, dass die Genossenschaften durch ihre Ausrichtung an anderen Grundsätzen, wie zum Beispiel dem Schutz ihrer Mitglieder, sowohl Arbeitnehmer als auch Kunden, auch in Krisenzeiten eine steigende Tendenz aufweisen, indem vielleicht auf einen Anteil des Gewinns verzichtet wird. Man sieht das zum Beispiel an einer Untersuchung betreffend Genossenschaften und Aktiengesellschaften, die in Italien in Bezug auf die Jahre 2005, 2006 und 2011 durchgeführt wurde. Aus dem Vergleich der beiden Unternehmensformen ging hervor, dass die Genossenschaften gegenüber den Aktiengesellschaften eine viermal größere Wertschöpfung aufweisen, aber die Gewinne um 60% reduziert haben. Daran erkennt man schon den Unterschied. Durch die derzeit vor sich gehenden Veränderungen besteht tendenziell eine größere Nachfrage nach Genossenschaft. Nicht nur nach mehr Genossenschaften, sondern nach mehr genossenschaftlicher Einstellung und genossenschaftlichem Wirtschaftsmanagement. Die Vorstellungen vieler Leute über das Genossenschaftswesen sind oft falsch, denn sie denken an etwas Altes oder Überholtes. Alle Indikatoren weisen jedoch darauf hin, dass das Genossenschaftswesen ein Zukunftsmodell sein kann, so Professor Siegfried Walch des Management Centers in Innsbruck. Wenn Sie junge Menschen fragen, was sie von Genossenschaften wissen, oder auch Lehrer, ältere Menschen fragen, was sie von Genossenschaften wissen, dann bekommen sie zur Antwort, das ist irgendetwas Altes, Verstaubtes. Genossenschaft hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Das wurde vor 100 Jahren installiert, um Wirtschaften überhaupt erst möglich zu machen in Gemeinschaften, die allein zu schwach waren. Das ist richtig, Genossenschaften sind 100 Jahre alt, aber sie sind aufgrund der Werte, die sie vertreten, gerade jetzt in der Krise, Solidarität, gemeinsames Wirtschaften, Zusammenhalten, ein Modell für die Zukunft. Das Ziel liegt demnach darin, der jungen Generation die Welt des Genossenschaftswesens wieder attraktiv zu machen. Mit diesem Thema beschäftigten sich die Jugendlichen, die an Educa-Coop teilgenommen haben. Es wurden Projekte vorgebracht, die die Welt des Genossenschaftswesens erklären und den Gemeinschaftsgeist stärken sollen. Abschließend leiteten die anwesenden Experten das Augenmerk auf die Instrumente, die in den Schulen und insbesondere während des Unterrichts notwendig sind, um der Jugend bessere Kenntnisse über das Genossenschaftswesen zu vermitteln. Dieses Ziel kann am leichtesten erreicht werden, wenn sich die Jugendlichen am Betrieb einer fiktiven Genossenschaft beteiligen, wodurch sie Vorteile und Möglichkeiten einer Genossenschaft ganz konkret verstehen können. So Wolfgang Lanz des Deutschen Schulamtes der autonomen Provinz Bozen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Einfachste ist natürlich, indem wir Materialien entwickeln und zur Verfügung stellen und im traditionellen Unterricht Genossenschaften und deren Werte und deren Funktionsweise vermitteln. Wir gehen aber heute schon weiter. Es gibt in Südtirol etliche Übungsfirmen zum Beispiel, die in Form einer Genossenschaft organisiert sind. Das heißt, es sind fiktive Unternehmen, die aber ein Statut haben, die einen Verwaltungsrat haben, die Geschäfte machen mit anderen Unternehmen, mit anderen Genossenschaften, auf einem fiktiven Markt tätig sind, aber eben als Genossenschaft organisiert sind und die sehr gut geeignet sind, eben den Schülern auch die Vorteile, die Werte einer Genossenschaft zu vermitteln.